Das Feuer schließlich machte sie unbesiegbar. Doch dann trat ein Herausforderer aus den Reihen der Säugetiere hervor. Der Mensch. Dem Drachen das Feuer, brannte damit Wälder nieder und schmiedete mit Hilfe der Flammen mächtige Waffen. Menschen und Drachen, die tödlichsten aller Gegner. Diese Ritter haben Jagd auf den Drachen gemacht. Aber irgendetwas passt noch immer nicht. Die Haut der Leichen ist von Feuer geschwärzt. Sie wurden bei lebendigem Leib verbrannt. Aber von was? Nicht von unserem Drachen. Aus welchen Gründen auch immer. Er hat niemals Feuer gespuckt. Wir sind noch nicht fertig. Doch, das sind wir. Hier. Seht euch das an. Kohlenstoff von einer der Leichen. Diese Körper da draußen wurden verbrannt. Sie hören mir nicht zu und Sie haben recht. Dies ist der bedeutendste Fund des 21. Jahrhunderts. Wenn er nicht richtig konserviert wird, verrottet er. Aber mich beschäftigt noch immer eine brennende Frage. Was hat diese Männer verkohlt? Dieser Bereich hier. Ich täusche mich doch nicht. Das sind doch Geschlechtsorgane, das sind Eileiter, kleine Eierstöcke. Es ist ein Weibchen. Aber es gibt keine Hinweise auf einen Eisprung. Sie war also noch nicht geschlechtsreif. Es ist ein Jungtier. Es ist ein Baby. Das ist die Lösung. Die Kreatur im Autopsieraum war ein Baby. Die Höhle muss ein Nest gewesen sein. Generation für Generation wurde die Geschichte unseres Drachens erzählt, aus der Sicht der Menschen. Die Geschichte eines Dämons, der in den Bergen hauste. Eine Schar von Söldnern wagte sich in sein Reich und wurde nie wieder gesehen. Bis heute. Die Welt hat sie zurück, schwarz und verkohlt, stumme Zeugen eines furchtbaren Kampfes. Was immer sie getötet hat, es hat seine Brut verteidigt. Irgendwo da oben in den Bergen werden wir auf die Reste einer Drachenfamilie treffen. Tanner hat recht.
Wir schreiben das 15. Jahrhundert und ein Bergdrache schwebt in Todesgefahr. Vor 500 Jahren überquerte ein majestätisches Wesen dieselben Berggipfel. Die Vorfahren dieses Drachenweibchens kamen vor langer Zeit von weit her, aus dem Land jenseits des Westmeeres, um das heutige Europa und Asien zu besiedeln. Einstmals jagten sie gewaltige Bisonherden, die den Boden der Ebenen erzittern ließen. Aber der Mensch hat sie immer weiter vertrieben, bis auf diese eisigen Höhen, in denen sie sich sicher fühlen. Hier oben ist die Beute knapp. Auch unser Weibchen ist auf der Jagd. Doch nicht nach Nahrung, sondern nach der am schwersten zu findenden Kreatur überhaupt. Sie sucht nach einem Drachenmännchen. Überall in ihrem Revier hinterlässt sie ihren Geruch. Der Wind trägt die Duftstoffe nach Süden. Normalerweise paaren sich Drachenweibchen alle 8 Jahre. Dieses Weibchen hat ihre Geschlechtsreife schon vor über 20 Jahren erreicht. In dieser ganzen Zeit hat sie noch nie einen anderen Drachen gesehen. Trotzdem, sie vollführt in jedem Herbst, wenn sie brünstig ist, die uralten Paarungsrituale. Doch ihr fruchtbarer Monat ist fast vorüber. Eine kleine Änderung des Plans. Wir haben etwas entdeckt, das nun ja interessant aussieht. Der Hubschrauber setzt uns etwa 1 Kilometer vor der Höhle ab. Der geschmolzene Schnee hat ein paar bizarre Musterungen auf dem Felsgestein freigelegt. Vielleicht sind sie nichts weiter als das Produkt eines geologischen Prozesses. Aber für mich Beweise für ein jahrhundertealtes Feuergefecht. Nein, nein, wir brauchen keine Proben. Ihr folgt einfach nur dieser Linie und sucht nach weiteren Brandspuren. Seid vorsichtig, hier sind eine Menge tückische Felsspalten. Okay, etwa 2 Stunden vom vorgesehenen Zielpunkt entfernt, unterwegs in Richtung der Fundstelle. Kannst du die Stelle mit GPS markieren? Ja. Hier sieht man, das Gestein ist verfärbt. Es deutet darauf hin, dass es starker Hitze ausgesetzt war. Der Fels wurde buchstäblich verbrannt. Das Felsgestein ist angeschmolzen. Durch Blitzschlag? Unwahrscheinlich. Die Brandspuren sind zu gewaltig. Ein Waldbrand? Nein, nicht hier oben am Rande eines Gletschers. Außerdem sind die Spuren dafür viel zu symmetrisch. Etwas wirklich Großes muss den Fels geschmolzen haben. Aber warum? Das Nest ist ganz in der Nähe. Vielleicht hat jemand diesen Feuerzauber veranstaltet, um jemand anderem zu imponieren. Ein Revierkampf möglicherweise. Das Weibchen kehrt in ihren Horst zurück. Eine Höhle, geschmolzen in das ewige Eis des Gletschers. Trotz der bitteren Kälte ist es hier drin relativ warm. Wie bei einem Iglu, dessen dicke Wände die Wärme festhalten. Aber der Drache hat noch einen weiteren Schutz gegen die Kälte. Von ihren Vorfahren, den Seedrachen, hat sie ein spezielles Gen geerbt, das ein Gefrieren ihres Gewebes verhindert.